Kaufen wir einfach gleich 3 Stück bei dir. Tonmäßig die beiden verkaufen. Ach komm, kriegst die beiden Zauber auch noch. So. So, das heißt, das haben wir auch erledigt. Mal kurz nach Quests gucken. Stab und Schild brauchen wir noch die letzte Zerbietenträne aus dem Kolosseum. Gladiatorentraining brauchen wir das nächste Level. Den Irrfit können wir abschließen, die heiligen Stätten auch. Vermächtnis der Zerbieten, da warte ich noch ein bisschen. Quake müssen wir in der nächsten Map suchen. Und für HDK brauchen wir eine Heldenpuppe, die wir, glaube ich, auch erst in der nächsten Map kriegen. So, das heißt, Dryadenhain, Herz des Hains als nächstes. So. Ist übrigens ein toller Dryadenhain. Das einzige, was Hain ist, ist hier die Mitte. Alles andere darum herum ist komplettes Ödland. Also ja, die Götter haben sie ja hier eingesperrt, aber nicht auf dieser Insel, sondern wirklich innerhalb dieses Gebiets hier. Also von hier bis hier. Das sind ja die einzigen beiden Zugänge des Hains. Elends Segen. Wegen der heiligen Orte. Die letzte Stätte ist gereinigt. Jetzt ist es vollbracht. Ihr habt die Wunden des Landes geschlossen. Ich danke euch. Ich würde euch gerne bei eurer Aufgabe helfen, so wie ihr mir. Aber ich fürchte, ich kann euch nur mit diesem Ring oder einem Zauber entlohnen. Ich nehme den Ring. Möge er euch dienlich sein, Runenkrieger. Warum nicht beides? Wegen der heiligen... Kann ich nichts mehr sagen, okay. Elends... Wegen des Irrfets. Ich habe ihn befreit. Er ist euch sehr dankbar. Ich glaube, er hat euch lieb gewonnen. Ihr könnt mit ihm sprechen? Ja, er und ich sprechen noch die Sprache der alten Welt, die gesprochen wurde, bevor die Völker geboren wurden. Der Irrfet ist sehr schwach. Er benötigt Nahrung. Was frisst denn so ein Irrfet? Ah, schön, ich sehe, ihr sorgt euch um ihn. Ein Irrfit ernährt sich von vielerlei. Je nachdem, was ihr ihm gebt, so wird sich sein Wesen verändern. Bringt ihr ihm zermahlene Aria-Kristalle, wird er ein freundliches Wesen annehmen. Füttert ihr ihm aber die blutigen Herzen eurer Feinde, wird er eine gefährliche Kreatur. Schaut euch also nach Aria-Kristallen um oder achtet darauf, ob ihr die Herzen eurer Feinde erringen könnt. Je nachdem, was ihr dem Irrfit füttert, wird er sich entwickeln. Der Irrfit benötigt 3-mal Nahrung von einer Art, damit er wachsen kann. Sobald ihr ihm also 3 Kristalle oder 3 Herzen gebracht habt, wird er sich verwandeln. Achtet also darauf, von welchem der Dinge ihr ihm als erstes 3 füttert. Damit bestimmt ihr sein Wesen. Ihr müsst die Nahrung allerdings zerkleinern, bevor er sie schlucken kann. Kauft dazu in Empyria einige Mörser. Sie sollten dafür geeignet sein. Ja. Gut. Ring der Lebenskraft. Ist das das Ding, was uns 250 Lebenspunkte gibt? Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. 350, ja. Gut. Können wir ihm eigentlich noch was Besseres geben vielleicht? Nö, auch nicht wirklich. Das mit der Drachenschwungpanzerrüstung finde ich interessant, dass die so weit oben ist. Okay. Ja. Gut. Der Elfe drückt seinen kleinen Kopf gegen eure Hand. Ein seltsames Gefühl durchströmt euch wie ein warmer Wind. Der Elfe blickt euch lange an und ihr spürt eine Welle der Dankbarkeit durch euren Geist strömen. Dann stupst er euch mit seiner Schnauze. Er scheint Hunger zu haben.
Ja. Der Irrfit ein Herz als Futter geben, dies gibt ihm dunkle Kraft. Ihr habt kein Herz, das ihr verfüttern könnt. Durchsuche eure schlagenden Feinde nach Herzen. Dem Irrfit ein Aria-Kristall als Futter geben. Dies gibt ihm helle Kraft. Ihr zermalmt den Kristall und der Irrfit schlingt den Aria-Staub eilig hinunter, wobei er den Mörser zerstört. Als Dank stupst der Irrfit euch wieder gegen die Hand. Er scheint aber immer noch übrig zu sein. Okay, noch ein Aria-Kristall als Futter geben. Ihr zermalmt den Kristall und der Irrfit schlingt den Aria-Staub heilig hinunter, wobei er den Mörser zerstört. Als Dank stupst der Irrfit euch wieder gegen die Hand. Er scheint aber immer noch hungrig zu sein. Dem Irrfit einen Aria-Kristall als Futter geben. Dies gibt ihm helle Kraft. Bedenkt, ihr seid im Begriff, den Irrfit seinen dritten Aria-Kristall zu füttern. Wenn ihr dies tut, wird der Irrfit sich in seine helle Form verwandeln. Wollt ihr das wirklich? Ja, den Irrfit den letzten Kristall füttern. Er zermalmt den Kristall und der Irrfit schlingt den Aria-Staub eilig hinunter, wobei er den Mörser zerstört. Dann erstrahlt er plötzlich im gleißenden Licht. Der Irrfit beginnt sich in seine helle Form zu verwandeln. Flutsch. Da ist der Irrfit. Elends Segen. Wegen des Irrfits. Er hat sich verwandelt. Ihr habt ihn nicht nur sein Leben zurückgegeben, sondern auch sein Wesen bestimmt. Der Irrfit ist euch sehr dankbar. Er möchte euch begleiten und seine Lebensschuld begleichen. Er sieht es als seine Pflicht und er möchte in eurer Nähe sein. Ich will mal kurz speichern. Mal gucken, was passiert, wenn ich sage, er soll hier bleiben. Elends Segen. Wegen des Irrfits. Er hat sich verwandelt. Ihr habt ihn nicht. Ja. Nein. Vielleicht habt ihr recht. Nehmt seinen Dank. Ihr habt heute zumindest einen treuen Freund gewonnen. Ja, jetzt bleibt er halt hier. Elends. Okay. Will ich aber nicht. Also ich will ihn schon mitnehmen. Irgendwie. Elends Segen. Wegen des Er hat. Ja. Ja. Gut. Ich freue mich, einen Begleiter zu haben. Dann passt gut auf ihn auf. Viel Glück. So, Erfahrungspunkte erhalten, ein Irrfit erhalten. Quest abgeschlossen. Auf mein Und Kommando! los! Das heißt, ab jetzt müssen wir vorsichtig sein. Es ist halt schade, dass wir den überschüssigen Samen nicht zerstören können und auch den Bergkristall nicht. Oder die Gons. Also das ist alles so Zeug, was wir einfach nicht mehr brauchen. Genauso wie den Schlüssel ins Gefängnis. Ich weiß nicht mal, welches Gefängnis überhaupt. So, ab ins Kolosseum. Wir das Willkommen im auf Kolosseum! mein Schnell! Zeichen! Sofort! Wie viel Geld habe ich? Jo, ich habe viel Geld. Ich könnte mir jetzt erstmal die ersten beiden Titanen holen. Ah, willkommen. Hereinspaziert, hereinspaziert. Dies, mein Freund, ist das Kolosseum, die Arena der Götter. Früher fochten hier erwählte Sterbliche in Zweikämpfen um unsere Gunst. Und auch Streitigkeiten unter den Göttern wurden hier entschieden. Aber nun wurde beschlossen, dass dies gegen die Regeln Aonias verstößt. Schrecklich engstirnig, meine Wächtergefährten. Ihr müsst wissen, dass sie immer auf Zurückhaltung bedacht sind. Nun nutze ich diesen Ort hin und wieder für ein paar kleine Spiele zu meiner Erheiterung. Ihr kommt also gerade recht. Und ihr seid?
Ich bin Zerbo. Man nennt mich auch den Gott der Diebe, Täuscher und Lebenskünstler. Aber beachten wir die Titel nicht weiter. Wie steht's? Wollt ihr ein wenig Spaß haben? Was habt ihr im Sinn? Schaut euch um. Dies ist eine Arena. Und was glaubt ihr, tut man in einer Arena? Man kämpft? Richtig, bravo. Doch genauer gesagt, nicht man kämpft. Ihr kämpft. Was habe ich hier für Möglichkeiten? Nun, zuallererst natürlich die große Herausforderung, den Kampf der Champions in der Arena. Heute nichts. Nun gut. Erzählt mir mehr über euch. Ihr wundert euch sicher, dass ein Gott hier mit euch Schabernack treibt. Aber ich bin des Wächterdaseins überdrüssig. Was? Ein Wächter zu sein, heißt den Regeln Aonirs zu folgen. Und diese Regeln sind sehr, sehr alt. Und Aonir ist weit weg. Also schaffe ich mir hier ein wenig Ablenkung, damit ich für ein paar Augenblicke einmal nicht an die Regeln denken muss. Ich möchte mich erst einmal umsehen. Wie ihr wollt. Ich warte hier auf euch. Gut. Eine neue Lieferung ist eingetroffen! Das heißt, wir kaufen uns erstmal zwei Titanen. Also die beiden schwächsten. Es sind, glaube ich, 5 Gladiatoren, gegen die wir antreten müssten. Ja. Also ja, erstmal den Felsenschmied und glaubt die Spinnenbrut oder der Feuerteufel sind das. Seht her, neue Waren im Angebot. Der Zyklop ist das Stärkste, das weiß ich noch. Der Felsenschmied. Seid gegrüßt, Freund. Ich habe hier etwas, das euch sicher gefallen wird. Die besten Streiter Eos für euch käuflich zu erwerben. Ihr seid ein Sklavenhändler. Nein, ich vermittle Kämpfer, wisst ihr? Söldner sozusagen. Was für Kämpfer sind das? Ich glaube, die Sterblichen nennen sie Titanen, mächtige Wesen. Ich habe alle Arten davon hier. Ihr könnt sie bei mir erwerben. Sie werden euch dann im Kampf in der Arena unterstützen. Wie teuer ist so eine Kreatur? Nun, ich gebe zu, sie sind nicht ganz billig, aber ihr könnt ja erst einmal mit einem schwächeren Exemplar anfangen. Die bekommt ihr schon zu recht erschwinglichen Preisen. Ihr habt also stärkere und schwächere Titanen im Angebot. Ja, ich nenne das Ausbildungsgrad. Treffend, nicht wahr? Ah ja, Felsenschmied und Feuerteufel, die beiden. Ich möchte den Felsenschmied auf Ausbildungsgrad 1 für 2000 Gold kaufen. Er wird euch ab der nächsten Runde zur Seite stehen. Gut, das war schon mal der Felsenschmied. Und dann den Feuerteufel. Habt ihr euch für einen Streiter entschieden? Ich möchte den Feuerteufel auf Ausbildungsgrad 2 für 2500 Gold kaufen. Er wird euch in der nächsten Runde zur Seite stehen. So, meine beiden Kämpfer zusätzlichen habe ich schon mal. Das ist mein Problem so ist. Ich habe immer noch kein Schild auf Stufe 18. Ganz ehrlich, mal kurz gucken, ob ich hier eins kaufen kann. Du verkaufst gar keine Schilder, du verkaufst nur edle H7-Säbel. Okay, und das sind zwei Handwaffen.
Mal nur bei den beiden erst gucken. Nein, du verkaufst auch nur einen 17er, oder? Beliebige Magieart. Du verkaufst auch kein 18er Schild. Was bringt es, Schilder auf 18 zu bringen, wenn ich keine... Oh, aber was ich machen kann... Neueröffnung, kommt her und staunt! Oder warst du der Ringhändler? Nein, du warst nicht der Ringhändler.